Hallo, ich bin's, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einer Reha-Gymnastik. Also es ist keine spezielle Reha-Gymnastik für Rücken oder Schulter oder Knie, sondern mach einfach mit, wenn du länger Pause machen musstest vom Sport oder länger in der Bewegung Pause machen musstest, dann fang einfach langsam an, dich wieder mit mir zu bewegen. Wir mobilisieren uns, wir stabilisieren uns und wir kräftigen natürlich auch wichtige Muskeln. Und wir beginnen in der aufrechten Haltung. Spür zuerst mal, wie du überhaupt aufrecht stehst. Und das beginnt natürlich immer bei deinen Füßen, an deinem Großzehenballen, an deinem kleinen Zehenballen und an deiner Ferse. Das sind drei Punkte, auf denen wir eigentlich ganz gut stehen. Deine Knie sind etwas durchlässig. Jetzt denk daran, dein Brustbein nach diagonal oben anzuheben und deinen Blick im Horizont zu halten. So stehst du eigentlich schon mal aufrecht, deine Wirbelsäule in ihrer Neutralposition. Vielleicht merkst du auch, dass deine Schultern gleich ganz entspannt sind. Und beginne in dieser Haltung, deine Schultern nach hinten zu kreisen. Wir beginnen uns zu mobilisieren. Ich bleibe so ein bisschen seitlich, dann kannst du besser mitverfolgen, was ich so mache. Ganz locker. Da oben müssen wir beweglich sein für unseren Alltag auch. Schultergelenke, der Schultergürtel, die Brustwirbelsäule. Nimm dann deine Hände an deine Schultern und kreis mit deinen Ellbogen zurück. Ganz locker. Deinen Atem immer fließen lassen, das ist wichtig. Ganz entspannt weiteratmen. Nimm dann deine Arme mal nach außen, öffne deine Arme. Deine Handflächen richtig nach hinten aufmachen, deine Handgelenke so ein bisschen umkippen lassen und ausatmen nach vorne, fass deine Ellbogen und mach dich ganz rund nach vorne. Einatmen, nochmal öffnen. Und wenn du öffnest, dann darfst du auch gerne in unterschiedlichsten Positionen dich öffnen. Also einmal einen Arm höher, dann ziehst du dich nochmal rund nach vorne, den anderen Arm höher. Deine Brustwirbelsäule mobilisieren, dich einfach mal durchbewegen. Dein Tempo, egal was ich für ein Tempo mache, du nutzt wirklich auch dein Tempo. Gleich nochmal. Und dann, wenn du nochmal öffnest, bleibst du hier, löst deine Arme, die Schultern nochmal locker, die Arme fallen und jetzt beginnst du mit deinen Armen zu pendeln. Achte mal darauf, dass dein Becken ganz stabil bleibt und du wirklich mit deinem Oberkörper pendelst, dein Becken ruhig. Genau, und die Rotation, wichtige Bewegung in der Brustwirbelsäule, ganz locker mitgehen. Deine Arme darfst du auch ganz schwer um deinen Körper rumfallen lassen. Wende dich langsam wieder zur Mitte ein, sodass deine Arme wieder neben dem Körper hängen. Und nun beginnst du mit deinem Becken mal mit deiner Hüfte zu kreisen. Ganz locker vor. Und zur Seite, nach hinten, den unteren Rücken etwas elastischer bekommen. Der ist gerne viel zu fest. Und nochmal in die andere Richtung kreisen, ganz locker. Und wirst du merken, eine Seite, da fühlt man sich wohler. Es geht leichter. Dann pendelst du dich nochmal zur Mitte ein. Jetzt holst du ein Bein mal nach oben und drehst es nach außen und setzt es wieder ab. Die andere Seite. Ich drehe mich mal zu dir. Nach außen hoch, nach außen drehen und absetzen. Hüftgelenke, die müssen auch schön mobil sein für den Alltag. Denk immer noch mal an deinen stolzen Oberkörper. Und wenn du irgendwann das Gefühl hast, es ist wackelig, wenn du auf einem Bein stehst, dann ist es genau richtig. Dann trainieren wir unsere Stabilisatoren im Rumpf, also diese tiefen Muskeln
rund um unseren Oberkörper, Beckenboden, tiefen Bauchmuskel. Komm dann langsam wieder zur Mitte. Versuch noch mal ein bisschen auszulockern. Und ein Bein darfst du vorne halten jetzt. Und mit dem Bein tippst du einmal die Fußspitze, einmal die Ferse unten auf. Dein Standknie so ein bisschen mehr anbeugen, sodass es gut funktioniert, dein Fußgelenk schön durchzubewegen. Auch mal Seite wechseln, andere Seite, Ferse, Fußspitze. Fußgelenk muss beweglich sein bei jedem Schritt. Und dann nochmal lösen und die Füße lockern. Von der Fußspitze auf die Ferse abrollen. Ganz bewusst mal wegdrücken. Die Venen pumpen, unsere Waden aktivieren. Schau mal, dass dein Becken hier bleibt in der Mitte. Du wirklich nur dich hochdrückst und wieder löst. Gern die Arme ganz locker mitnehmen. Und dann beginnst du einmal zu marschieren. Und zwar rollst du die Füße richtig schön ab. Die Arme schwingen so mit, wie sie ganz automatisch eigentlich auch mitschwingen möchten. Also wenn dein linkes Knie hochkommt, kommt dein rechter Arm nach vorne und umgekehrt. Ganz bewusst die Füße abrollen, bis zur Fußspitze nach vorne. Und dann nimmst du deine Knie nach außen, auch die Fußspitzen nach außen. Nochmal die Hüftgelenke mobilisieren. Und nochmal nach vorne. Nochmal aufrichten. Nochmal nach außen. Da bleibst du jetzt. Öffnest deine Beine etwas mehr in die Grätsche und versuchst immer noch locker abzurollen. Und dann bleibst du jetzt in der Grätsche und verlagerst von der einen zur anderen Seite. Knie Richtung Fußspitzen, wirklich nach außen. Spür vielleicht gleich die Beweglichkeit deiner Hüftgelenke. Stütz dich gerne ab auf den Oberschenkeln, deinen Rücken ganz gerade halten, Schultern zurückziehen. Und dann nimmst du einmal deine linke Hand zum rechten Knie und deine rechte zum linken. Dreh dich hier, aber immer noch gerader Rücken. Knierichtung, zweitgrößten Zeh. Letzten Male. Komm langsam wieder zur Mitte zurück. Stütz dich nochmal auf, mach den Rücken ganz gerade. Und dann rollst du dich auf nach oben. Noch einmal ganz gerade tief. Fingerspitzen zeigen nach hinten. Und rund nach oben. Brustbein führt. Gerader Rücken. Runder Rücken. Die ganze Wirbelsäule mobilisieren. Ein letztes Mal noch. Und wenn du jetzt gerade hier unten bist, bleibst du da und drehst einmal rechte Schulter vor, linke Schulter vor und nimm gerne deinen Blick über die Schulter. Also wenn du rechts gehst nach rechts, links gehst nach links, drück ein bisschen dein Knie nach außen. Und komm wieder zur Mitte zurück. Gerade aufrichten und deine Füße hüftschmal aufstellen.
sodass deine Fußspitzen nach vorne zeigen und du dich aufrichtest. Jetzt beugst du deine Knie und deine Hände gehen in Richtung Knie, außen an deinen Beinen entlang, Rücken gerade, Schultern zurück. Vielleicht kannst du auch tiefer gehen, Gewicht nach hinten setzen. Dann schiebst du dich nochmal nach oben, streckst deine Arme in Richtung Decke, ganz weit nochmal beugen. Die Hände rutschen an den Oberschenkeln lang, tief, so tief wie möglich. Gewicht nach hinten und streck dich nach oben. Genau, Kraft der Beine. Das ist übrigens für den Rücken die wichtigste Kraft. Für einen entspannten Rücken. Nochmal. Und wenn du jetzt hochkommst, dann ziehst du dich auf deine Fußspitzen nach oben. Jetzt lässt du deinen Blick gerne hier vorne. Kommst dann nochmal tief. So tief, dass es für dich okay ist, wie dein Rücken gerade bleiben kann. Und komm nochmal hoch. Zieh dich nach oben. Du kannst die Arme auch gerne ein bisschen weiter öffnen. Mach so, wie es für dich okay ist. Kraft Beine spüren. Gleichgewicht Balance spüren. Die wichtigen Stabilisatoren aktivieren. Gleich nochmal. Tief gehen. Gesäß anspannen. Und aufstehen. Gesäß ist dein Aufzug. Der schiebt dich nach oben. Ups. Und immer wenn du wackelst, dann freue ich mich. Dann trainieren wir, wie gesagt, diese tiefen Stabilisatoren im Rumpf. Jetzt noch einmal. Und dann bleibst du noch mal ganz unten. Bleib hier. Nimm deine Arme, Rücken nach vorne. Handflächen nach oben. Wie geht's den Beinen? Noch 4, 3, 2 und aufrichten. Beine auslockern. Sehr, sehr gut. Tippe nach vorne auf, rechts und links. Denk aber an deine Aufrichtung immer. Und hebe jetzt deine Knie nach oben. Rechts und links anheben. Nur so weit, wie du im Rücken ganz gerade bleiben kannst. Hier sind wir locker. Und vielleicht merkst du schon, auf einem Bein ist es schon ein bisschen schwierig vom Gleichgewicht. Jetzt bleib mal oben auf einer Seite, egal welche. Und wenn dein rechtes Knie oben ist, drehst du dich jetzt mal nach rechts. Wenn es wackelt, ist es schön. Dann kommst du wieder zurück und wechselst die Seite links. Einmal hoch oder die andere Seite. Dreh dich zum vorderen Bein und komm wieder zurück. Nochmal hochziehen. Jetzt dreh deine Daumen nach außen. Dreh dich zum vorderen Knie. Wieder zurück und löse. Daumen nach außen. Schulterblätter küssen sich. Dreh dich. Komm wieder zur Mitte. Lass locker. Was wir jetzt trainieren, ist unser Gleichgewichtssinn im Innenohr. Balance natürlich. Fußgelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Bauch- und Rückenmuskulatur. Gleich nochmal hochziehen. Zum vorderen Bein drehen, Mitte und lösen. Hoch. Wenn du merkst, dir ist es zu viel auf einem Bein, ist nicht schlimm. Aber dann lass einfach die Fußspitze hier unten stehen und dreh dich. Genau, und man kann sich ja dann steigern von Mal zu Mal. Gleich nochmal. Vielleicht wird es auch schon leichter, je weiter oder länger wir diese Übung machen. Und wenn du jetzt noch einmal ein Bein oben hast, bleibst du gleich mal hier und versuchst, das Bein nach hinten zu führen. Die Arme nach vorne, Daumen zur Decke, Schultern tief, Becken parallel zum Boden. Und dann kommst du nochmal hoch. Entweder tippst du oder du ziehst dein Knie an. Gehst nochmal zurück, mach dich lang, die Rückenstreckmuskulatur und richte dich nochmal auf. Lang werden. Wenn du dein Bein spürst, wo du stehst, dann ist es genau richtig.
Halte jetzt hinten. Bleib da und mach kurze kleine Hackbewegungen hier vorne. Vielleicht kannst du dein Bein hinten auch lösen, muss aber nicht sein. Atmen. 10, 20 Sekunden für die tiefen Rumpfmuskeln. Löse nochmal und gerne kurz mal auslockern. Standbein auch, oder? Und dann wechselst du die Seite. Nimmst das andere Knie nach oben, richtest dich nochmal auf, Bauch sanft nach innen ziehen und schiebst zurück, Arme nach vorne. Becken parallel zum Boden. Gleich nochmal. Entweder tippen oder Knie anheben. Und zurück. Besten ausatmen beim nach vorne kommen. Geht noch. Schaffen wir noch einmal. Einmal noch anziehen, Bauch spannen. Zurück und jetzt halte hier und mach kleine Hackbewegungen. Wenn du möchtest, in die Luft heben, dein Bein. Wenn es nicht mehr geht, Pause machen. 3, 2, 1 und lockern. Standbein. Ausschütteln. Locker deinen ganzen Körper so richtig aus. Und verlager nur mal dein Gewicht nach rechts und links. Lass die Arme ganz entspannt und locker mitgehen. Komm langsam mit den Armen zur Mitte zurück. Bleibe hier mittig und versuch jetzt dein Gewicht zu verlagern. Und zwar einmal nach rechts und einmal nach links. Und du spürst, wie deine seitliche Rumpfkraft jetzt arbeitet, wenn du auf der Seite bist. Hier bleibst du locker und aufrecht, Knie nach außen und ruhig immer einen kurzen Moment halten und dann wieder zurückkommen. Seitliche Rumpfkraft ist wichtig, die brauchen wir. Im Alltag trainieren wir aber sehr selten. Und dann bleibst du noch mal länger, hältst, darf wackeln und noch mal wechseln, länger halten, Spannung im Bauch und noch mal wechseln, halten, bleib da. Bauch gespannt und mach ganz kleine Bewegungen mit deinem rechten und linken Arm. Ich zeige sie nur seitlich, vor und zurück. Ganz körpernah in der seitlichen Bewegung. Oberkörper, Bein in einer Linie. Und Seite wechseln, andere Seite. Hochziehen und kleine Bewegung. Wird's warm. Endspurt. Sind auch die Bauchmuskeln dran, spürt man. Dann kommst du wieder zur Mitte, setz die Beine ab und stütz dich auf. Und jetzt beweg dich gerne in allen möglichen Richtungen nochmal durch. Den Rücken rund machen, wieder gerade ziehen. Ganz genüsslich in allen Richtungen. Durchbewegen. Nun rollst du deinen Rücken ganz rund auf. Das heißt, du ziehst den Bauchnabel nach innen, kommst langsam nach oben, beugst deine Knie, Schultern lösen. Und lässt einmal Schultern fallen und dreh dich jetzt so hin, dass deine Fußspitzen
nach vorne zeigen oder in eine Richtung zumindest, dein hinteres Bein lang. Und dann schiebst du dein Becken nach vorne, bis du die Dehnung hier hinten spürst. In der Wade. Dann beugt das Knie etwas. Jetzt spürst du es tiefer. Dran denken, Fußspitzen nach vorne zeigen lassen. Aufrecht bleiben, entspannen. Gleich nochmal Seite wechseln. Anderes Bein. Zurück, Fußspitzen nach vorne. Schieb dein Becken vor, bis du die Dehnung hinten in der Wade spürst. Dann beugst du dein Knie hinten etwas. Merkst du es tiefer? Vielleicht noch ein bisschen näher zusammenrutschen, bis du wirklich hinten der tiefen Wadenmuskulatur die Dehnung spürst. Dann löst du noch einmal auf, schüttelst kurz aus, nimmst deine Hände hinten. Öffne dein Brustbein, Schultern zurück, Arme so hoch nehmen, wie du vorne noch aufrecht stehen kannst. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt gut, wohl in deiner Haut. Gerne einen Kommentar hinterlassen, wie es dir so geht nach dem Training. Oder wenn du es öfters machst, ob es dir leichter fällt, freue ich mich immer. Ich versuche auch zu antworten. Wenn ich es nicht immer schaffe, nicht böse sein, aber ich versuche es. Lass nochmal locker. Jetzt lass die Arme nochmal ganz entspannt neben deinem Körper pendeln. Und dann schwingst du einmal einen Arm über die Schulter, den anderen um die Brust. Kommst zurück und wechselst hoch. Schulter nochmal lösen. Vielen Dank auch an alle, die mich schon unterstützen mit zum Beispiel 2,50 Euro monatlich. Freue ich mich für Licht und Kamera und so weiter. Und einfach als Wertschätzung für meine Arbeit, die ich hier so mache, die ich total gern mache natürlich. Und wenn du Lust hast, mich noch zu unterstützen, falls du es noch nicht machst, dann einfach mal unter dem Video auf deine Unterstützung draufgehen. Da findest du den Link dazu. Ich freue mich aber auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal dabei bist. Öffne jetzt deine Arme, lass deine Ellbogen nochmal weit nach hinten ziehen, Daumen nach hinten, Spannung in der Mitte. Lass nochmal locker, zweimal einatmen, lang werden. Schön, dass du bis zum Schluss mitgemacht hast. Nochmal locker und dann streck dich und räkel dich. Auch eine ganz schöne Übung für den ganzen Körper. Mobilisiere doch mal alle Gelenke, auch Handgelenk, Handrücken, Handfläche mal hochschieben. Fußgelenk, Hüfte, Wirbelsäule, eigentlich alles, Schultern, Schultergürtel. Atme ein, mach dich lang. Und atme aus und schüttel dich aus. Sehr schön. Also vielen Dank nochmal fürs Mitmachen. Freue mich immer. Wenn du Lust hast, gerne mal auf meine Playlists gehen. Da gibt es auch eine spezielle Playlist. Physio oder es gibt auch Senioren, Wirbelsäulen, Gymnastik, Bauchbeine, Po, Fatburner. Da findest du dich vielleicht schon etwas besser zurecht. Unter all meinen Videos, wenn du möchtest, bei dem Infopunkt da oben. Da findest du auch noch Videos, die dir vielleicht auch gefallen, wenn dir das hier Spaß gemacht hat. Oder wir sehen uns ganz einfach beim nächsten Workout. Bis dann!